Wir beginnen unseren gemeinsamen Kreuzweg im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, du hast gesagt, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir wollen jetzt deinen Spuren nachgehen und dir im Geist auf deinem Lebensweg folgen. Lass in uns lebendig werden, was du, Jesus, für uns gelitten hast und wo heute Menschen in ähnlichen Situationen immer noch leiden. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Peitschenhiebe, Isolierung, Zermürbung. Das sind nur einige der Maßnahmen, denen zahlreiche zu Unrecht inhaftierte Frauen im Iran ausgesetzt sind. Aktuell setzen iranische Behörden eine groß angelegte Repressionskampagne gegen Frauen durch, in deren Mittelpunkt die Zwangsverschleierung steht. Frauen und Mädchen sind nicht mehr sicher. Unzählige Iranerinnen, darunter auch Minderjährige, werden willkürlich verhaftet, weggesperrt, gefoltert. Jesus, auch du hast dieses Unrecht erleben müssen. Stärke alle, die willkürlich verhaftet, verspottet, gefoltert werden. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Zweite Station, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Krieg legt unzähligen Menschen schreckliche Kreuze auf. Angst, Hunger, Verwundungen, Nächte in Schutzkellern, das Leben zerbricht. Du, Jesus, spürst mit den Menschen in der Ukraine und in anderen Kriegsgebieten die Ohnmacht, die rohe Gewalt in ihren Opfern auslöst. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Totem tuum adoramus Domine, resurrectionem tuum laudamus Domine, laudamus et glorificamus.
Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten haben Jesus gezwungen, das Kreuz zu tragen. Das Kreuz ist schwer und Jesus kann dazwischen immer wieder nicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas Schweres tragen müsst. Eine Kiste oder ein schweres Einkaufssackerl. Zwischendurch müssen wir vielleicht stehen bleiben und verschnaufen. Und ich glaube nicht, dass die Soldaten Jesus erlaubt haben, stehen zu bleiben und zu verschnaufen. Deshalb ist er gefallen. Vielleicht fällt uns eine Sache ein, die uns belastet. All eure Sorgen heute und morgen bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. Ihr seid geborgen heute und morgen. All eure Sorgen bringt vor ihn. Vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Maria begegnet Jesus. Ich bin mir sicher, dass sie sich eine andere Situation lieber vorgestellt hätte. Es ist der Blick Marias, der Jesus deutlich macht, da ist jemand, der mitgeht. Maria geht mit in allem, was sie versteht und in allem, was sie nicht versteht. Und das Kreuz versteht sie ganz sicher nicht. Es gibt Begegnungen, die unser Leben verändern, die deutlich machen, was wirklich zählt. Gott, wir wollen beten für alle Mütter, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, weil sie krank sind und weil sie vielleicht Wege gehen, die nicht gut sind. Lass sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Simon von Cyrene steht für die vielen Menschen, die anderen unter die Arme greifen, sie unterstützen, wenn sie schwer tragen müssen oder wenn sie keine Kraft mehr haben. Sie holen Menschen aus Kriegsgebieten,
helfen flüchtenden Frauen und Kindern, organisieren Hilfstransporte, spenden Geld, Medikamente und vieles mehr. Gott sei Dank können manche Menschen angesichts der Not nicht nur zuschauen, sondern müssen gezwungenermaßen aus einer inneren Bereitschaft heraus helfen. Gott sei Dank gibt es sie. Gott, zeig uns, wo wir gebraucht werden. Zeig uns, was wir tun können für andere. Und gib uns die Kraft, hinzuschauen und zu helfen, für andere in Not da zu sein. Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zuerst war es Simon, der freiwillig oder auch unfreiwillig mitgeholfen hat. Jetzt ist es eine Frau, die ein kleines Zeichen setzt und Jesus mit dem Schweißtuch die Möglichkeit gibt, seinen Schweiß abzuwischen. Frauen stehen in vielen Ländern an zweiter Stelle oder vielleicht auch an dritter oder vierter, weil Söhne auf jeden Fall mehr zählen als Frauen. Gerade Ordensgemeinschaften sind aufgerufen, für Gleichberechtigung, für die Würde der Frauen aufzustehen. Wir wissen um viele Frauen, die von ihren Partnern geschlagen, da oder dort auch umgebracht werden. Gott, du kennst das Leid der Frauen, viele, die stumm sind, weil sie keine Stimme haben, weil sie keine Bildung haben. Gib uns den Mut, für andere, vor allem auch für Frauen, die Stimme zu erheben. Wir werden vielleicht nicht Großes erreichen, aber es hat schon ein Schweißtuch gereicht, um dein Antlitz zu erspüren und zu sehen. Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus versucht nicht aufzugeben, auf den Beinen zu bleiben. Er ist ganz Mensch und trägt eine schwere Last. Er setzt einen Schritt
nach dem anderen. Wer von uns kennt nicht das Gefühl, dass der nächste Schritt nicht mehr zu schaffen ist? Seine Kräfte verlassen ihn, er sackt unter der Last zusammen. Auch unsere Welt ist voll von Menschen, die dem Zusammenbruch nahe sind und fallen. Oft ist die Last für andere sichtbar, aber manchmal ist sie versteckt. Aber deshalb nicht weniger belastend. Menschen sind müde, erschöpft durch fehlende Lebensperspektiven, Schuld und Trauer mit dem Gefühl, dass nichts mehr weitergeht. Jesus, du bist wieder aufgestanden. Und so ist dieser Zusammenbruch auch für uns eine Ermutigung, mit dir weiterzugehen. O tempus adoramus Domine, unem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Domine. Achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr Jesus Christus, lass mein Erschrecken über deine Wunden zu einem Erschrecken über meine Sünden werden. Du trägst so schwer an unserer Schuld, weil wir sie viel zu leicht genommen haben. Du bist verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Du bist verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zu schwer ist der Kreuzesbalken. Der Herr fällt unter dieser unsäglichen Last der ganzen sündigen Welt zu Boden. Da liegt er regungslos, ein Haufen Elend. Das ist er, unser Herr. Er liegt da wie der Bruder, der unerwünscht ist. Er liegt da wie die Schwester, die als Dirne ausgebeutet wird. Er liegt da, wo Menschen am Boden liegen. Aber er bleibt nicht liegen, er steht wieder auf. Das ist die große Hoffnung für uns alle. Selbst wenn wir fallen,
können wir immer wieder aufstehen, weil er weitergegangen ist, bis zum Letzten, bis zum Tod am Kreuz. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Sie nehmen ihn die schützenden Kleider, schutzlos steht er da vor herzlosen Menschen. Sorgt euch nicht, wir sind mehr als die. Wo bin ich zu Hause? Sucht Gott das Reich Gottes. Fürchte dich nicht, ich bin immer mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Hab Erbarmen, Herr, hab Erbarmen, Herr, hab Erbarmen, Herr, hab Elfte Station, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Durch Hände und Füße hämmern Männer die Nägel in den Kreuzesbalken. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, nur Verbrecher und jüdische Aufständische. Auch heute sind Menschen verstrickt, gefesselt in Abhängigkeiten, von denen sie nicht loskommen. Menschen werden festgenagelt, stigmatisiert, vielleicht weil sie zu einem bestimmten Volk gehören, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, weil sie eine andere Meinung haben. Menschen werden festgenagelt und eingekesselt in zerstörten Städten und haben keine Chance, dem Tod zu entkommen. Gott hilf allen Menschen, die nicht mehr herauskommen aus ihrer unheilvollen Lage. Durch dein Kreuz und Leiden hilf uns und erlöse uns und unsere Schwestern und Brüder aus großen Notlagen. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Glorificamus resurrectionem.
12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lukas schreibt: Es war schon um die 6. Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur 9. Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei, und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Jesus hat Gott völlig vertraut. Er hat in seiner tiefen Gottesbeziehung Gott alles in die Hände gelegt. Die Personen, die Menschen um ihn herum, aber auch sich selber, seinen Leib und seinen Geist. Wen oder was möchte ich jetzt gerade Gott in die Hände legen? In deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist. In manus tuas, Vater, commendo spiritum meum. 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 Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Maria hat wie andere Mütter ihr Kind geboren, es erzogen, es begleitet, auch wenn sie es nicht immer verstand. Auch als Jesus noch lebt, ist sie traurig und leidet. Doch wie viel Schmerz erfüllt wohl ihr Herz, als sie ihr totes Kind, dass es auch dann bleibt, wenn es erwachsen geworden ist, auf ihrem Schoß hält. Wenn wir einen Menschen verlieren, gehen wir sehr unterschiedlich mit dem unfassbaren Schmerz um. Viele ertragen es nicht, den Toten anzuschauen und zu berühren. Sie wollen ihn lebendig in Erinnerung halten. Maria hat keine Angst, den Leichnam zu berühren, zu spüren. Und sie weicht dem Schmerz nicht aus. Damit beginnt die Zeit der Trauer. Es ist jedoch eine Trauer, die Hoffnung in sich trägt. Ave Maria. Ave Maria,
14. Station. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ende. Endlich. Die endlosen, angstvollen Stunden, die mit Schmerz überfüllt waren, sind vorbei. Stille. Aber statt dem ersehnten Frieden schleicht sich eine große Leere ein. Jesus, du bist nicht mehr da. Ich habe dir vertraut. Ich habe mich auf dich verlassen. Und du bist nicht mehr da. Hast du mich verraten, und ich habe nicht früh genug gemerkt, dass alles, was du gesagt hast, gelogen war? Oder bist du ein schwacher Gott und hast gegen den Hass, die Ungerechtigkeit und den Tod selbst verloren? Ich ringe um die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht das endgültige Ende ist, aber die Zweifel sind zu groß. Was bleibt in so einem Moment bestehen? Der Glaube? Zu klein. Die Hoffnung? Zu schwach. Das, was ich mit dir, Jesus, erlebt habe, das scheint mir schon lange her, und wer weiß, ob es überhaupt wahr war. Das Einzige, was in so einem Moment bleibt, bist du. Du hast den Tod besiegt. Und du setzt den ersten Schritt, um jeder von uns dort zu begegnen, wo sie gerade ist. Du rufst uns beim Namen wie Maria aus Magdala und lässt dich erkennen. Wie mit den Emmausjüngern machst du dich mit uns auf den Weg, um mit uns zu sein. Du bist nämlich nicht nur der stärkste und mächtigste Gott, der Tod und Verzweiflung besiegt hat, sondern auch ein unendlich liebender, barmherziger und treuer Gott. Misericordias Domini. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.